Ein herzerfrischendes Kuku an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Randy von Skip weiter mit Let's Play GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Und wir machen jetzt die Mission für Yusuf, nachdem wir in der letzten Folge vom Dach gepustet wurden. Und ich natürlich deswegen jetzt wieder mehr Videolänge habe und natürlich auch wieder mehr Zeit mit Rendern und Schneiden und was weiß ich nicht noch alles verbringen darf. Aber egal. Ich hoffe, für euch war es lustig, für mich war es nicht so lustig. Ich bin mehr erschrocken, anstatt dass ich das irgendwie gefeiert hätte. Aber egal. Jetzt dürfen wir wieder mal eine Mission für Yusuf machen und auch mal wieder eine Mission für Tony. Und ich glaube, dann müssten wir uns aber eigentlich schön langsam dem Spielende nähern, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber erstmal gucken, was Yusuf noch für uns auf Lager hat. Yo, nigga! Would you shut the fuck up, man? What's wrong with you? Whoa, yo, yo, easy, amigo. I'm just pleased to see you. Eh? Come on, baby, give me some skin. Come on. What are you doing here? Well, you know, it's my father. Hey, you know, my ancestors. We built the pyramids, baby. We built the ziggurats. We invented math and shit. I'm here. I'm not afraid. I get my hands dirty. No, I can work. Whatever, man. How's it going? Oh. Epic, homie. This shit is epic. People are babble about this shit in the future, baby. I'm talking luxury on a whole new level. This place is going to be so expensive, people won't even be able to afford it. It's going to be drowned in gold. You know, it's like, yo, yo, yo. Is that a diamond in your pocket? You just pleased to see me and shit. Whoa, man. You know, the sales sheet's going to say, ah, the impossible dream. Priceless indulgence. Style by Yusuf Amir. Timeless classic. Timeless classic! Yeah, sounds perfect, man. Just what the people want right now. But what are you doing here? I'm crafting this whole thing with my bare hands. Okay, cool, man. Listen, it was good catching up with you, okay? I'll see you soon. Yeah, not so fast, homie. Yo, could you give me a ride to my helicopter? I can tell you something along the way. But I thought you was busy building the pyramids. Yo, all work and no play makes Yusuf a dull boy. Come on, baby, it'll be fun. Sag mal, kann es sein, dass ich fast in jeder Mission zum Heli fliegen, also mit dem Heli fliegen muss? Vor allem dann auch noch mit so einer hässlichen Karre. Before I forget, you mind handing over some more exploding shells? Those things are tight, man. What you after this time, man? I got you that tank thing and the chopper. What now? You want the Statue of Happiness for your backyard? Excellent idea, my friend. That will have to wait. All right, then. What we after? Wait for it. I'm waiting. You ready? Just fucking tell me, bro. A motherfucking subway train! Oh, yeah, baby! Oh, nee. The eyes of the fleet. The ass-fucking flagship of the LTA. Give it up! What you want a subway train for? We're taking that shit out to the Gulf for a new Liberty City themed development out there. Check this out. Genuine LTA submarine train. Get that shit going through a precious and delicate coral reef. Ah, aside from how fucking dumb that sounds, how am I supposed to take that thing? Not gonna be easy, dog. No one likes people fucking with their public transport in this paranoid age. Can't you just buy yourself a subway car, bro? No, man. Shit. We need the genuine article, the real deal. You think we could put the Amir name to anything but authentic shit? Yo, how am I supposed to pull this off? Okay, we just need the front car on the train. You jump on board, you climb to the front, and you unhook the car. I'll handle all the rest. Be simple, man. I don't know why I hang out with you, bro. Because you fucking love this shit, Bobby. Ain't nothing like rolling with this Arabic bad boy. That, and I'm going to put your clubs on the world stage. Here's the spot. I can't believe I'm... Get in position above the tracks, man. I'll see you soon. Sind denn hier die Gleise? Ach so. Ja, irgendwie bereue ich schon wieder, dass ich die Mission gestartet habe. Warte auf den Zug und spring auf. Ja, ich weiß ja nicht mal, aus welcher Richtung der Zug kommt. Spring jetzt. Oh nee, Alter. Das ist doch das, wo die ganzen Helis kommen. Oha.
Ja. Deswegen hat er auch Yusuf gefragt nach den explosiven Granaten. Jetzt verstehe ich warum. Sollte lieber mal nachladen. Und zwar ganz schnell. Verpisst euch mal von meiner U-Bahn. Oder bald meiner U-Bahn. So. Wow. Nein, nachladen, schneller, komm schon. GTA 5 wäre jetzt ja schon wesentlich schwerer mit den Helis, weil da sind die Helis echt übel. Oha. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben es bald geschafft. Verpisst euch doch mal alle. Ich frag mich ja, wie viele Helis die hier haben. Das hört ja fast gar nicht mehr auf. Oha. Alter, ich kann nicht mehr aufstehen jetzt aber. Ich glaube, ich lege mich lieber nochmal hin, ich bin müde. Oh shit. Und tschüss. So, was ist denn jetzt, Yusuf? Beeil dich mal. Ich sitze hier voll auf dem Präsentierteller. Oha. Komm schon, Yusuf, beeil dich. Habe ich es jetzt endlich geschafft? Ich hoffe doch. Ach ne, muss ich jetzt auch noch die Sterne loswerden? Wie soll ich denn 5 Sterne loswerden? Alter Falter. Habe ich es jetzt geschafft? Wird dein Fahndungslevel los? Ah ne, doch nicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.